Hi Ladies, ich war wieder für euch auf der Straße unterwegs, um für den Herbst da draußen die neuesten Trends und Styles herauszufinden. Und ich habe da in Düsseldorf was sehr, sehr Leckeres für euch gefunden, durch Zufall. Vielleicht zuvor ab, wenn ich da rausschaue, es pisst, es ist neblig, es ist kalt, das typische Herbstwetter, aber auch dieses Wetter hat wirklich was Wunderbares, um draußen unterwegs zu sein. Und ich bin ja sowieso der Meinung, es gibt nicht das falsche Wetter da draußen, sondern eher nur die falsche Kleidung. Aber damit ihr nicht 0815 mit irgendwelchen Kleidungen, die euch warm haltet sozusagen und trocken draußen rumlaufen müsst, gibt's mich und die Straße. Und was ich in Düsseldorf durch Zufall auf der Straße gesehen habe, erfahrt ihr jetzt. Der neue Trend dieses Jahr ist höchstwahrscheinlich Gummistiefel. Ja, ihr habt richtig gehört. Designer-Gummistiefel. Gummistiefel selber als Designelement ist jetzt nichts Neues. Das gab es schon mal vor 5 Jahren und kommt jetzt gerade wieder. Und was ich aber sehr interessant finde, sind diese neuen Modelle, die es gibt, weil da haben sich die Designer wirklich was einfallen lassen, damit die Gummistiefel nicht normal aussehen, sondern wirklich man das zu einem schönen Kleid oder einem wirklich schicken Outfit tragen kann und diese Stiefel immer noch richtig gut aussehen. Denn sie sehen mittlerweile fast gar nicht mehr aus wie Gummistiefel, sondern eigentlich wie von hochmodernen Stiefelherstellern produziert. Also ihr werdet es gleich sehen, wenn ich es euch zeige. Aber zuvor, wie ich darauf gekommen bin, ich war in Düsseldorf wieder unterwegs und mich mit verschiedenen Designern zu treffen. Und wo ich dann auf der Straße unterwegs war und ja, es war wieder dieses Wetter, wie es jetzt gerade draußen ist. Es hat geregnet und es war kalt, aber das hat mich nicht gestört. Und wo ich dann auf der Straße so unterwegs war, habe ich relativ viele Damen gesehen mit Gummistiefeln. Und dann hat es mich irgendwann gepackt und habe die Damen einfach angesprochen und gefragt, hey, woher habt ihr diese Gummistiefel? Und dann haben es mir 2, 3 Mädels dann doch erzählt gehabt, dass ich einfach mal auf Stiefelparadies schauen soll. Die Stiefelparadies.de, das ist glaube ich kleine Nachbarstadt, München-Gladbach glaube ich, haben die ihr Sitz. Deswegen wahrscheinlich irgendwie der Zusammenhang, dass dort gerade sehr viele Gummistiefel tragen oder so, könnte ich mir vorstellen. Jedenfalls, wo ich auf Stiefelparadies draufgeschaut habe, habe ich 3 sehr interessante Sachen festgestellt. A, Stiefelparadies kann wirklich zu seinem Namen stehen, weil es gibt dort zigtausend Stiefelmodelle und die wirklich richtig schick aussehen. Es ist fast schon so viel, dass man sich fast gar nicht entscheiden kann. Aber der andere Punkt ist natürlich, die Entscheidung wird einem leicht gemacht durch den Preis. Denn die Stiefel, ich dachte erst, okay, es wird wahrscheinlich jetzt hier mehrere hundert Euro kosten teilweise. Nein, wirklich sehr, sehr günstig. Und auch da auf dieser Seite habe ich diese Gummistiefel, diese Designer-Gummistiefel gefunden, die es wirklich in zig verschiedenen Ausführungen gab, wo ich sagte, boah, wenn ich jetzt ein Mädel wäre, würde ich mir sofort diese Stiefel holen. Vielleicht auch als Hinweis für Herren, gibt es da auch Stiefel im Angebot. Nicht so viel wie immer, ganz klar, leider ist es so. Aber die Frauen haben da einfach den größeren Marktanteil und die fragen ja ständig wirklich nach schicken neuen Sachen. Was die Männer komischerweise nicht so oft tun, das frage ich mich. Aber egal, anderes Thema. Jedenfalls, mein Tipp, schaut euch mal die Seite an, Stiefelparadies. Ihr könnt jetzt hier auf diese Stiefel einfach draufklicken oder unterhalb vom Video euch in Ruhe nochmal alles durchlesen, die ganzen Bilder anschauen und da ist nochmal alles verlinkt. Und was mich wirklich tierisch interessieren würde, ist A, habt ihr selber schon Gummistiefel zu Hause? Was für verschiedene Modelle sind das? Oder habt ihr schon mal auf Stiefelparadies eingekauft? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Und was meint ihr allgemein zu Gummistiefel? Diese Fragen und diese Antwort von euch würden mich wirklich sehr freuen und interessieren. Und wünsche euch damit auf jeden Fall mit diesem Herbsttipp da draußen gut unterwegs zu sein und mit trockenen Fußes bei der nächsten Party anzukommen, wo euch dann natürlich eure Freundinnen fragen, wow, wo hast du diese Gummistiefel her? Wenn ihr noch mehr solche Insiderwissen, Tipps und Tricks haben wollt, dann tut mich hier oben einfach abonnieren auf dem kleinen Logo und ihr verpasst in Zukunft keine weiteren Videos von mir.
und wünsche euch auf jeden Fall damit sehr viel Spaß.